im Nachhinein zugucken wollen. Vielen Dank, dass ihr im Nachhinein zuschaltet und euch das anschaut. Ich freue mich sehr drüber. Gebt euch mal Donald. Der schaut so cool aus. Magie 46. Eldorado schmatzt im Hintergrund, also wundert euch nicht. Alles besser hier. Schauen wir mal. Eigentlich bräuchte ich das hier. Hallöchen! Schön, dass du da bist. Du bist aber echt schnell gewesen jetzt. Eldorado schmatzt im Hintergrund, nur mal so nebenbei. Potion. Ein bisschen mehr Platz noch. Halt, warte mal. Okay. Was? Oh nein, es tut mir leid. Ich habe es extra noch gepostet in Instagram. Hast du das nicht mitbekommen? Ich musste unbedingt noch was machen. Ich konnte es leider nicht verhindern, weil es wichtig ist. Ah, okay, gut. Puh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Kann ich mir das überhaupt leisten? Ja, komm. So. Das würde ich aber auch sagen, dass ich dafür eine Postkarte bekomme. Ich muss jetzt hier nur ganz kurz die Items austauschen. Wenn man schon mal die Gelegenheit zu High Potions hat jetzt. Und ich darf jetzt tauchen und weiß gar nicht mehr, wie das ging. Oh, I'm afraid I won't be joining you underwater, mates. Let's just say I don't. Okay. Hab ich denn Kiemen? Ich hab keine Kiemen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich muss mal testen. Tauchen L2. Alter, wie cool ist das denn bitte? Wie geilo. Oh, geil. Und ich kann hier auch noch. Oh mein Gott, ich glaube, ich bleib. Ist klar. Halt, stopp. Oh yeah, ich habe eine Krabbe. Ich habe eine Krabbe. Sieht mega cool aus. Ich frage mich nur. Oh oh. Habe ich denn. Kann ich denn so lange unter Wasser sein, wie ich will? Was bist du denn? Schaut aus wie Elektro-Fischis. Boah, geil. Der haut da so Wellen nach vorne. Das ist ja cool. Wie geil. Ich glaube, ich bleibe hier für immer. Habe ich das vorher schon gesagt? Ich glaube ja. Ich bleibe hier sowas von für immer. Das ist meine absolute Lieblingswelt jetzt. Ich kann hier unten so ewig lang bleiben, wie ich will. Geil. Oh, das ist echt mega cool. So cool. Krabbe. War hier sonst noch irgendwas? Nö. Oh, was war denn das? War das der Fisch? Oder was war denn das? Alter, da war was. Mein Tag war gut heute. Bei mir hat sich jetzt die Situation ein bisschen geändert. Vielleicht könnte es was mit dem PC jetzt die nächsten 2 Wochen werden. Was richtig cool wäre. Ich habe einen Barsch gefangen. Ich finde, das schaut aus wie ein Gehirn. Oh, cool. Hallo, Sora. Wie geht's dir so? Ist Teil da. Das wäre natürlich richtig geil, weil dann wäre ich genau zur richtigen Zeit mit meinem PC so weit, dass ich neue Sachen machen kann. Und
Ich habe vor ein paar Tagen das Planet Zoo Video aufgenommen. Das war eher schlecht, weil es immer geruckelt hat. Und ich habe das anscheinend nicht mitbekommen. Ich habe es nicht gesehen, weil ich es über OBS aufgenommen habe. Und scheinbar packt es mein Laptop auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es liegt an der Grafikkarte. Aber ich musste, das ist mein Problem bei OBS, die integrierte Grafikkarte verwenden und nicht die GeForce, sondern die Intel irgendwas oder was auch immer das für eine scheiß Grafikkarte ist, und die ist richtig kacke. Und deswegen packt das erst recht nicht. Weil ich mache ja eine Bildschirmaufnahme und da ging es irgendwie scheinbar nur... Aua! Ging es scheinbar nur mit der eigenen... Oh oh. Stirb doch. Warte mal, ich habe hier unten... Ja, ja, das ist schon klar. Fürs Zocken, für das Spiel selbst habe ich's ja. Habe ich ja die GeForce. Das Problem ist, dass ich die GeForce auch gerne für OBS verwendet hätte. Ging aber nicht. OBS kann dann den Bildschirm nicht aufnehmen. Oder liegt es daran, weil das eine Anwendung dann ist? Würde einen Sinn ergeben zum ersten Mal. Dann würde ich es verstehen. Ich finde es sowieso scheiße, dass da zwei unterschiedliche... Ist es überhaupt vorteilhaft, wenn man zwei unterschiedliche Grafikkarten hat? Ich habe momentan... Ich habe eigentlich immer so ein bisschen Ärger damit gehabt bisher. Ja, ein Kabeljau habe ich jetzt gefangen. Wie viel Fischis ich hier finde. Das ist ja cool. Unterwasserhöhle. Hallo. Schon wieder. Wie viele Ingredients gibt es denn hier? Stirb! Hallöchen, zweiter Zuschauer, schön, dass du da bist. Das ist mir auch klar. Es ging aber nicht ums Game, sondern es ging um eine Bildschirmaufnahme von dem Video. Von dem Video von YouTube bzw. von der Planet Zoo Seite. Ich wollte ja ein Reaction-Video machen und da geht's halt nicht. Was ist denn da? Also bei den Spielen habe ich das schon. Ganz normales Game-Aufnahme und alles, aber wenn ich halt einen Bildschirm nur aufnehmen möchte, dann, das ist so ein OBS-Fehler für alle, für alle Laptops, die diese doppelten Grafikkarten drin haben. Ich habe es nämlich mal gegoogelt, weil ich am Anfang nicht wusste, woran es liegt, dass er einen Bildschirm nicht aufnimmt. Und dann habe ich festgestellt, es lag an dieser Einstellung. Weil ich habe OBS erstmal auf der GeForce laufen lassen und das ging natürlich beim Spielen, beim Zocken auch, weil ich ja da, ich glaube, das ging, natürlich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich es dann wieder auf die eigene, die Intel umgestellt oder was auch immer das für eine war. Und dann hat er auf einmal einen Bildschirm aufgenommen. Das Problem werde ich hoffentlich nicht mehr haben, wenn ich meinen PC habe. Boah, da gibt es schon wieder so viele Wege, dass ich mich nicht entscheiden kann. Das finde ich echt kacke. Oh, geil. Da ist ein... Oh yeah, ich habe eine Kiste. Wie cool. Wo muss ich denn hier... Da komme ich nicht durch, schade. Bei mir spinnt die Anzeige schon wieder voll. Einmal zwei, dann vier, dann wieder zwei, dann wieder vier. Also Halle, hallo, nicht Halle. Hallo an alle, die zugeschalten haben, die ich jetzt noch nicht begrüßt habe. Und ich sterbe wahrscheinlich jetzt dann gleich, weil es so viele sind. Hier unten kann ich nichts machen.
Und ich wollte eigentlich jetzt schon länger mal wieder Paladins zocken. Eigentlich habe ich es jetzt jeden Tag gespielt, außer gestern und heute. Ja, aber jetzt weiß ich, dass es so ist, weil es mir gesagt wurde. Vorher wusste ich es ja nicht. Vorher dachte ich mir immer so, ja, okay, ist ja schön, wenn du ein paar Leute hast, die zugucken, freust du dich. Und dann sagt er auf einmal, ey, übrigens, deine Anzeige ist sowieso voll für den Arsch. Und ich denke mir so, okay, danke. Gut zu wissen. Jetzt bin ich mir immer unsicher und habe immer Angst, dass viel weniger zuschauen, als tatsächlich angezeigt wird. Keine Ahnung, warum. Ja doch, ich weiß warum. Weil ich mich eben freue, dass es dann so viele sind. Und dann wird die Anzeige, wenn die Anzeige nicht stimmt, dann habe ich mich... Ich freue mich natürlich auch, wenn nur einer zuguckt. So ist es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, ja, das ist blöd. Liegt es, glaube ich, auch hauptsächlich daran, weil ich in Instagram schon jetzt eine bisschen größere Reichweite habe, dass mir Leute zuschauen. Aber im Vergleich zu Insta habe ich immer noch nicht so viele. Aua! Wir flitzen, schwimmen. Aua! Okay, ich dachte, ich kann da durchschwimmen. Aber eigentlich logisch. Quallen sind nicht so vorteilhaft. So, wo muss ich jetzt hin? Kann ich da runter? Nö, da ist sonst nichts mehr. Ich komme da nicht durch. Die, in der ich jetzt gerade bin, hat mir am besten gefallen. Ich glaube, da muss ich einfach nur aufpassen, oder? Komme ich da durch? Boah, das wird echt kacke. Uah! Ja, was heißt nicht so beliebt? Du kommst halt noch nicht so durch. Ich meine, du musst mal überlegen, wie viele Leute, ist ja bei mir nicht anders, du musst mal überlegen, wie viele Leute twitchen. Es ist einfach schwierig, sich da durch die Masse durchzusetzen. Und gerade wenn man halt dann nicht gerade die Top-Spiele spielt oder irgendwie mega krasse Skills hat, dann muss man sich irgendwas überlegen, um gegen die Masse anzukommen. Wie zum Beispiel der Jack Sparrow-Verschnitt, dessen Namen ich jetzt schon wieder nicht mehr weiß, den ich total cool finde. Der macht das richtig authentisch. Bei dem verstehe ich, dass die Leute zugucken. Absolut. Weil es halt wirklich daran liegt, du musst einfach irgendwie eine Authentizität haben. Den habe ich echt ganz zufällig, weil er mir bei Twitch vorgeschlagen wurde, gefunden, sonst hätte ich den nie gekannt. Oh nein, das wollte ich nicht. Ah nein, aua. Ach so, die Quallen verschwinden, das ist ja cool. Aber hat er das eigentlich schon immer gemacht? Schon, oder? Der hat das schon immer gemacht. So im Design von Jack Sparrow. Komme ich wieder hoch? Aua. Wie tauche ich denn aufsteigen? R2. Okay. Warte mal, komme ich hier auch noch irgendwo lang? Ach so, ich habe ja eine Karte. Ich vergesse immer zu sehr die Karte zu benutzen. Wow. Matsch deutscher Spruch. Verdammt. Ich bin heute schon wieder so verwirrt. Ich sag's euch, ihr wollt's nicht wissen. Halt, stopp, da kann ich auch runter. Hallöchen! Ich komme mir immer so blöd vor. Ich denke dann immer, es sind mehr Leute dabei. Und dann weiß ich immer nicht, soll ich die Begrüßung wieder machen oder nicht? Nicht, dass sich die Leute denken, ja, das habe ich vorher auch schon gehört. Es ist eigentlich gar keiner dazugekommen. Aber ich sag's trotzdem. Hallöchen an alle, die dazugekommen sind. Ei, ich liebe euch, ihr scheiß Fische. Wie viele gibt's denn hier? Aua. Oh, jetzt kommt dieser... Ist das eine Qualle, oder? Ja, aua. Ich finde es so geil, dass er echt unter Wasser reden kann. Ich hätte die Skills auch. Ich frage mich nur, warum der...
Ich muss jetzt dann den Zora genau anschauen, ob der irgendwie Kiemen oder so hat, weil umsonst hätte ja der Jack Sparrow das nicht gesagt, oder? Aber ich sehe ja nichts, oder ist es die, sind es diese Dreckflecken auf der Seite? Sind es tatsächlich Kiemen? Nee, oder? Das ist doch... Nee. Nee. Never ever. Aber ich find's cool, wie viele Schätze hier unten sind. Ich muss da auch hin. Ach so, ja okay. Wenn sie nur hinterher hängt, habe ich kein Problem damit, weil dann stimmt's ja. Aber wenn sie nicht stimmt, das wäre blöd. Also wenn du tatsächlich, sagen wir mal, 6 Zuschauer hast anstatt 5 oder so. Das finde ich blöd. Fände ich doof. Warte mal, das ist ja eine Sackgasse hier, ne? Ja, dann können wir wieder zurückschwimmen. Da haben wir jetzt alles gesehen. Dann flitzen wir hier durch. Toll. Danke für den Schlag ins Gesicht. Das heißt, offiziell habe ich jetzt keinen Zuschauer. Wahrscheinlich. Nee. Oh. Oh, was ist denn das? Was habe ich heute gemacht? Oh. Oh oh. Mhm. Nein! Tu's nicht, Zora! Tu's nicht! Mhm. But Donald, no pirate worth his salt ignores treasure. Nee, ich schnall's immer noch nicht. Ehrlich gesagt. Alter! Alter! Was für ein Riesenfisch! Oh nein! Hilfe! Alter, Hund! Ach so! Aua! Nein, ich will nicht sterben! Aber ich check den Zusammenhang jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Komm schon. Ich bin ziemlich nah an seinem Maul. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank, es war da Goofy. Übrigens, okay, es sind mehrere. Ich hoffe mal, ich sag's jetzt einfach. Habt ihr in meiner Story die coole Goofy-Figur gesehen, die ich habe? Ach so. Hä? Ich hab dir aber nicht ins Gesicht geschlagen. Und du hast doch gesagt, dass es nicht so ist. Ich verstehe nicht, warum das ein Schlag für dich ins Gesicht ist, wenn du sagst, dass es nicht so ist. Da komme ich nicht mit. Aber, ich meine, ich bin nur ehrlich. Es bringt dir ja nichts, wenn du nicht weißt, was Sache ist, wenn... Aber das müssen wir im Stream, glaube ich, auch nicht sagen. Naja, ich finde das jetzt nicht so lustig. Okay, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe vorher über was geredet. Ah ja, genau. Mein Goofy. Ich habe einen kleinen Goofy bekommen von einer Arbeitskollegin. Die war vor kurzem in Tokio und hat mir so coole Figuren mitgebracht. Beziehungsweise zwei. Einmal einen Button von Final Fantasy, von einem Spiel, das kostenlos ist, das ich gar nicht kenne. Record, Masters, Keepers, Keeper, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und
Was war es noch? Ah ja, und Goofy. Goofy von Kingdom Hearts. Und der Goofy ist so cool, das ist so eine kleine Figur. Und er kann seine Arme bewegen, seinen Kopf bewegen und er kann ein Schild halten. Das ist so cool. Müsst ihr unbedingt abchecken, weil ich das mega lustig finde. Richtig, richtig coole Figur. Die steht jetzt bei mir am Tisch. Voll geil. Habe mich voll gefreut. Dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt in Tokio wäre, würde ich mir so lange alle Figuren rausholen, bis ich alle habe, die man kriegen kann. Und davon gibt es Goofy, Donald, Mickey, Malefiz und Sora, weil das von Kingdom Hearts 1 noch ist. Stellt euch das mal vor. Kingdom Hearts 1 Sachen in Tokio. What the fuck? Was für ein geiler Scheiß. Meeresspektakel. Beobachte die Ringe auf dem Boden und drücke mit dem richtigen Timing Kreis, um hoch in die Luft zu springen und eine Wasserpfütze zu generieren. In der Luft kannst du X drücken, um die Gegner mit einem Wasserstrahl zu beschießen. Drücke zum Abschluss Dreieck, um Wasser von den Pfützen nach oben schießen zu lassen und die Gegner damit erst so richtig nass zu machen. Die ist echt voll cool. Die Figur. So. Das hat mich richtig krass gefreut. Zu der Zeit, das war richtig cool. Die war nicht nur in Tokio, sondern in Osaka auch. Und ich glaube, die haben so einen kleinen Rundtrip. Rundtrip? Gibt es das Wort überhaupt? Ach, da bin ich hergekommen, oder? Ich glaube, da bin ich hergekommen. So eine Rundreise gemacht. Das war richtig cool, hat sie erzählt. Das Essen war total lecker. Ach so, da ist der Speicherpunkt. Okay, ja, da bin ich hergekommen. Okay. Dann speichern wir mal kurz. Ach ja, und ich muss mir jetzt dann mal eine Ringleuchte holen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Muss nur noch gucken, welche. Das ist so cool. Halt, Schmarrn. Warte mal. Ich habe ja vergessen, den Talisman. Wo ist denn der Talisman eigentlich? Ist der da dabei? Hä? Ist der automatisch? Ich bin verwirrt. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Ich hab's mir schon fast gedacht. Halt, stopp, falsche Richtung, wir müssen hoch. Oh, das ging schnell. Ich finde die Welt so cool. Ich finde die Welt so unglaublich cool. Find us, keep us. How'd he get here so fast? Mine, Savvy. Now, Savvy. Jack, you already have the Black Pearl. Aye, to which this ship holds no candle. Bus, take what you can, mate. Now then, my ship has a captain, but it does appear I'm in need of a crew. Suppose you'll have to do. Don't dawdle. I'm aboard. Ready now, helmsman? Ready enough, Captain, but aren't we kind of trapped? Now, Sora, I know you've made passage through straits far more dire than this. Just follow your heart's command. Okay. Thank you.
Oh, krass. Make way! Make way, das habe ich ja noch nie gehört. Für 20 Euro. Boah, die ist aber ultra billig. Ja, ich muss mich da nochmal reinlesen, weil da muss man irgendwie auf was aufpassen. Oh, ah ja, stimmt. Oh, da ist ein Mogri. Ach so, jetzt hat. Okay, das waren wir ja schon. Oh nein. Zerstöre die Kerne und versenke die gegnerischen Schiffe. Aua, aua. Das war ein bisschen zu weit. Stirb. Voll erwischt. Ja, es ist... Ich finde es total cool, dass ich hier lauter kleine Inseln habe, die ich bereisen kann. Das wäre mega. Was? Krass. Hallöchen! Schön, dass du da bist, Killerkaninchen. Ich bin hier gerade am Schiff fahren. Das ist mega cool. Ja, cool. Das ist echt cool. That ship. It's the Atlas. Oh. But look, this time there's somebody aboard. Isn't that... Ooh. Not the merry company I'd hoped for. Uh-oh. Harley! A black coat. Of course. Ich finde, der Johnny Depp schaut, also der Jack, schaut überhaupt nicht aus. Back in the organization? Yes. Wow, krass. Isn't it, es gibt doch Elgato Keyleth, das, die kenne ich gar nicht, muss ich mir mal anschauen. Jack, don't you give this creep the time of day. Es gibt irgendeine spezielle Marke von diesen Ringleuchten, die am besten war, aber ich weiß es jetzt nicht mehr, wie die heißt. Das haben wir schon fast gedacht, dass es sowas ist. Ich habe gestern mit einem Arbeitskollegen gesprochen über den Gaming-PC und er meinte, ich sollte mir doch die eine Game Capture Card besorgen, die eingebaut ist. But of course the code is actually more guidelines than rules. Speak your piece. Ja, die Elgato Game Capture Card, die habe ich ja. Mit der habe ich früher meine Konsolenspiele aufgenommen. A chest, perhaps. Aber das war eine externe you know the für den one. Laptop. Yes. Maybe. No, I know of a box. But said box is not a box you want to trifle with, mate. Trust me. Really? A wager, then. And of what nature would this wager be? What say we have a little race to that charming port town which you hold so dear? Oh. Port Royal. Kommen wir doch yes. Nach Port Royal. Whoever reaches it first is the victor. Oh nein, ich hasse es. You tell me all about that chest. Against what? I will get you whatever it is you want. Uh-oh. Done. Jack, then we have an accord. Alter. Now, let us begin. All hands, prepare to make sail. But Jack! Drop canvas. Hey, Jack! Whip a wheel, lads. Jack, listen! Watch! Oh. You can't let him get his hands on that box. Do you really know whatever it is that he's looking for? Let's just say there's a potential possibility he wants the chest containing Davy Jones' heart. Because I have the foggiest notion why he covered the Devil Thing 1. Schön, dass du da bist. It is more black than blue, so yes. Hmm. Do you think it's the one?
could be. And winning the race would keep it out of Organization 13's hands. Okay, bis gleich. Hey. You're right. Ich frage mich immer noch, ob das Dreck ist, den der Sora im Gesicht hat. Das sind es Narben? Was soll das darstellen? Ich bin mir noch nicht sicher. You might have the makings of a pirate after all. Yeah. Oh, der ist so cool. Das schaffe ich ja nie. Ach so, ich kann ihn. Ich kill dich, Alter. Willst du mich verarschen? Oh, falsche Richtung. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen nach vorne gucken. Oh nein, ich bin ein bisschen. Gib Gas. Alter, ich hasse dich. Entschuldigung für die Aussage. Aua! Geh aus dem Weg! Wo ist denn der? Alter Verwalter, ein Tornado. Ich hab Angst. Ei, caramba, ich hasse euch. Ich hab so Angst. Nein! Nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Aua! Warum rammen die mich immer? Ich hasse sie. Ich finde es voll unfair. Hallo? Rückenwind. Oh, ja, das hätte ich vielleicht mehr einsetzen sollen. Bisschen früher. It ends here. Oh, Scheiße, wie krass ist das denn? Alter, was geht ab? Was geht denn ab, Mann? Was ist denn das für eine krasse Sache hier? Der ist... Oh nein! Nein! Geh weg, Tornado! Geh weg! Komm schon, komm schon! Oh nein, ich muss da vorbei! Geh weg! Gib Gas! Gib Gas! Oh nein! Oh nein! Lass mich durch! Yeah! Yeah! Ich hab's geschafft. Es ist ja... Ey, ich bin echt geflogen, oder? Bin ich geflogen? Ich bin geflogen! Mit dem Schiff! Erinnert mich ein bisschen an Peter Pan. Ist auch cool. Die Welt wird mir immer sympathischer. Yeah. Oh oh. Oder auch nicht. Wie geht's euch denn allen so? The game isn't over until it's over. Oh nein, das ist so gemein. Geh weg. Obwohl das blaue Schiff, das gefällt mir. Oh oh. Oh oh. Wenigstens, also die Bewegungen sind gut. Aber sein Gesicht ist irgendwie nicht so gut animiert. Was muss ich denn jetzt machen eigentlich? Mir geht's auch super gut. Ich bekomme vielleicht jetzt dann... Aua! It ends here. Was ist denn ein Wasserfall? Oh, krass. Ich mach's kaputt. Ich mach's so kaputt. Ist ja nicht so, als wären hier überall Tornados oder so. Oh nein, 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 nein. Let's do this. Krieg vielleicht jetzt dann doch einen PC.
Boah, habt ihr das gesehen, wie ich den weggebombt habe? Voll geil! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Oh nein, jetzt ist es verschwunden. Wo bin ich denn jetzt? Alter! Aua, aua, aua! Ist das ein Schutz oder so? Dieser Wasserball? Jetzt komm schon! Wann wird die denn? Ich muss kurz mal Wasserwall hier machen. Na? Was soll denn das? Oh, oh nein! Oh nein, nein! Ich will nicht sterben. Solange wie er gehen muss. Ich schaue es, würde ich gleich drauf gehen. Und zwar sowas von. Wieso kann ich mich denn eigentlich. Ich würde mich gern heilen. Ich sehe nichts mehr. It ends here. Mein Gott. Wieso? Also es wird schon ein bisschen dauern noch. Ich denke so definitiv noch ein Stündchen oder so. Solange wie ich eben für diesen Scheiß hier brauchen werde. Und es wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, noch länger sein. Es wundert mich eh, dass ich noch lebe. Jetzt komm schon. Es kann doch nicht sein, dass ich mich so anstelle mit dem Steuern hier. Wo ist denn das Schiff jetzt hin? Oh, ich ahne Böses. Komm schon. Ich frage mich sowieso, wie ich jetzt noch leben kann. Ich frage es mich echt. Oh. Oh. Yeah. Ich enter das Schiff jetzt. Oh, cool. Geiler Scheiß. Alter. Oh, das hätte ich vielleicht jetzt nicht tun müssen. Aua. Habe ich ihn jetzt eigentlich überhaupt erwischt, oder? Oh yeah. Ach ja, ich hätte eigentlich mal... Aua. Hallöchen, schön, dass du da bist. Nein. Ach Manu, geht's ihm wenigstens besser jetzt? Geht's dem Finger? Okay. Oh, geil. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der Olle eigentlich hin? Ich suche den Typen die ganze Zeit. Ist der verschwunden? Anscheinend ist da keiner mehr. Okay. Ah, scheiße. Also ich drücke weiterhin die Daumen, dass sie nicht ab muss. Stehe. Doppel-Jojos. Oh yeah. Ich sehe nichts mehr vor lauter Jojos. Geiler Scheiß. Ich habe übrigens heute zum ersten Mal meine Pflanzen reintun müssen. Ich habe ja ganz viele Pflanzen in meinem Garten. Unter anderem einen Zitronenbaum, der gefühlt 5000 Kilometer groß geworden ist diesen Sommer. Es ist unfassbar. Ich schaut aus, als hätte ich jetzt einen Wald in meinem Wohnzimmer, weil ich den reingetan habe. Oh, geil.
Alter, das ist ja cool. Weil es war heute früh so kalt. Es war so kalt. Ich bin froh, dass es jetzt wärmer geworden ist. Ich hätte es nicht erwartet. Weil es in der Früh einfach wirklich richtig kalt war. Ich glaube, wir haben 7 Grad oder so gehabt. Jetzt sind es wieder fast 30. Es ist heftig, wie das Wetter abgeht. Keiner Scheiß. Ja, ich bin eh gespannt, wie viele Pflanzen bei mir den Winter überleben. Ich habe Himbeeren und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal welche bekomme, aber meine Himbeeren haben nochmal so Blüten angesetzt. Das ist voll heftig. Aber ich weiß nicht, nach dem Wettereinfall, ob da wirklich noch was draus wird. Aua! Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen hatte. Ach verdammt, warum mache ich das eigentlich immer? Na egal, damit bin ich schneller. Das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Ich sehe gar nichts mehr, aber ich baller einfach drauf ein. Das ist genauso, wie es gehört. Oh nee. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du kurz mit eingeschalten hast. 413 Erfahrungspunkte nur durch den einen Gegner. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch unglaublich. Aua. Oh oh, ich glaube, ich weiß, wer jetzt dann gleich drauf geht. Das bin ich. Oder auch nichts. Puh, nochmal Glück gehabt. Ich muss mal nachgucken, wie das mit dem Raiden geht. Durch das, weil ich über die PlayStation streame, ist alles ein bisschen komplizierter. Aber dann mache ich das auch mal für dich, Killerkaninchen. Auch wenn ich nicht ganz so viel bringe, aber ich glaube, das ist schon mal nötig. Aber ich kann das jetzt noch nicht, weil ich es noch nicht eingestellt habe. Und ich auch gar nicht weiß, wie es geht. Ich frage mich immer noch, was der im Gesicht hat. Was denkt ihr denn, was der Sora im Gesicht hat? Magnificent. I salute you all, gentlemen. Denkt ihr, es ist Dreck oder Narben? You're up to something. Oder vielleicht Kiemen? Perish the thought. I know when I've been outdone. You were outdone before you even started, mate. But I admire your conciliatory way of conceding defeat. Mm-hmm. Yes. Now I believe I owe you your prize. But I neglected to ask what it is that you want. Perhaps you'll enlighten me. Aye, that's easy. I want the chest that's aboard the Dutchman. No, Jack, don't tell him! Hmm? Really? Warum tut er das? Gut. Oh, Jack. Sora hat wieder ein bisschen länger gebraucht. Well, I didn't tell him which, Dutchman. You tricked him. Actually, I outwitted him. You knew he'd tell you where it was. Yep. I've always been far more interested in the long game. Now let's see where it takes us. That is, if you stay apace. Nein! Und schon ist weg. After him. Nein. There's no point. Why not?
The ship's listing near to Scuppers from that cannon fire. She'll be needing repairs. Best make berth at Port Royal. Das wird cool, das wird so cool. What? Freu dich doch, Soda. Port Royal, Mann. Ich will dahin. Die Welt wird immer cooler. Ich liebe sie so sehr. Look for crabs. They'll set her right. Crabs? Why crabs? Never mind the particulars, mate. The white crabs. Savvy? Aye, aye. Aye, 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 aye. Dreh jeden Stein in Port Royal um auf deiner Suche nach weißen Krabben. Diese schlauen Schalentiere wissen, wie man sich gut versteckt. Du findest sie an allerlei ungewöhnlichen Orten, von Eichenfässern bis hin zu Kanonenrohren. Die Anzahl der Krabben, die du benötigst und bereits gesammelt hast, wird in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt. Ich habe vielleicht noch die Wutform an. Danke, Donald. Sehr nett von dir. Was habe ich bekommen? Orangen. Orangen. Halt, stopp. Zitronen habe ich auch bekommen. Geil. Kiste. Das würde mich auch mal interessieren, was die alle so starren. Starrt doch keiner. Donald hat Komplexe. Ich klaue ihm Aprikosen. Ich bin ein Dieb. Oh, ich habe Krabben gefunden. Ich mache einfach alles kaputt hier. Es ist ein Wunder, dass die kein Problem damit haben. Aha, und wo sind die jetzt hingeflogen? Schon hier ins Wasser, oder? Hotter Krabbis. Oh, Krabbis. Die sind voll süß. Okay, wir finden wieder Ingredients hier irgendwo. Rinderfilet. Oh, Krabbi, Krabbi. Kiste. Halt, stopp. Na, wo bin ich denn? Da bin ich. So, wir haben Duktiltropfen. Alter Scheiß. Was machen die denn da? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Oh yeah, da haben wir einige. Oh, Scheiße, sind das viele. Lauter Krabbis. Okay. Trio-Rodel. Achso, da kann man... Oh, yeah. Upsala. Oh nein, ich bin... Oh. Das kann auch nur mir passieren, oder? Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt geht. Ich frage mich, ob wir hier irgendwas auf der Spur sind. Jetzt probieren wir es aber nochmal. Jetzt rudel ich wieder runter. Ich wollte eigentlich nicht runterrudeln. Abbrechen, da will ich nicht hin. Lass uns... 300 muss ich da sammeln. Boah, das ist, dauert aber schon noch ein bisschen. Halt, wir... Ich muss jetzt mal kurz tauschen. Ich muss jetzt Pulver schneiden. Ich will unbedingt dieses Schwert verwenden. Ich finde es mega. Ach nein, nicht schon wieder. Warum drücke ich das immer? Jedes Mal derselbe Scheiß.
Ja, wer hätte das gedacht, dass hier Herzlose rumschwirren? Niemand. Na? Yeah. Sturmkrallen. Oh, cool. Das ist ja mega geil. Da sind ja überhaupt nicht viele Herzlose am Start oder so. Stirb. Wie war eure Woche bisher so? Ja, geht schon. Eigentlich war sie ganz okay bisher. Aua. Ich war gestern bei uns auf dem Volksfest mit der Arbeit. Das war ganz cool. War ziemlich lustig. Und ich war ultra früh wieder wach. Ich glaube, ich bin um 12:30 oder so ins Bett. Also es ging noch. Bin eigentlich echt relativ früh ins Bett gegangen und ich war auch schon um 5 wieder wach. Ich habe mich aber dann nochmal hingelegt, weil ich mir dachte, du kannst jetzt noch eine Stunde schlafen. Das war sehr geil. Das habe ich auch getan. Okay. Und jetzt? Hä? Muss ich das verstehen? Nee, oder? Ah, da sehe ich was. Nicht runterfallen. Oh. Alter, jetzt weiß ich. Jetzt müssen wir. Kommen da auch welche raus? Das müssen wir jetzt testen nochmal kurz. Das würde mich jetzt interessieren. Kiste. Komm schon. Nein, 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 nein. Das will ich. Nee. Nee, da macht er nichts. Es war also nur bei dem einen so. Okay, gut zu wissen. Jetzt wird es aber hier ganz schön dunkel, sehe ich gerade. Wie gesagt, ich brauche unbedingt so eine Ringleuchte. Das hilft nichts. Hilft alles nix. Morgen muss ich zum Zahnarzt. Es wird übel. Ich mag das nicht, wenn ich zum Zahnarzt muss. Aber ich tue es trotzdem. Bin froh, wenn ich den Scheiß wieder hinter mir habe. Ich habe ja echt schon viele gefunden. Läuft bei mir. Schön hier bleiben, Krabbis. Ja, genau. Ein notwendiges Übel. Das ist genau das, was ich mir denke. Da muss man einmal durch. Mindestens im Jahr. Es ist genauso schlimm wie Impfen. Impfen ist auch so übel. Bin so froh, dass ich mittlerweile mich nicht mehr so viel impfen muss. Das ist auch immer so kacke gewesen. Haben wir hier noch irgendwo was versteckt? Nö. Hier nicht. Da ist doch bestimmt was. Zwiebeln. Toll. Was ist hier? Oh.
Da habe ich einiges gesehen hier. Bleibt ihr da? Schön da bleiben. Kleinen Krabbis. Wir müssen noch ins Wasser. Ich bin mir sicher, die sind auch im Wasser unterwegs. Keine Krabbis da. Aber dafür eine Kiste. Ich habe eine Kiste gefunden. Juhu. Duktiltropfen finde ich aber jetzt viele. Schon wieder ein Duktilstein jetzt. Oh yeah. Boah, warum wird denn das jetzt auf einmal so dunkel? Ich versuche es jetzt mal kurz. Wie viel Akku habe ich denn jetzt noch? 6%. Boah, geil. Läuft bei mir. Ich glaube, so ist es. Es ist zu hell. Ich glaube, so geht es wenigstens einigermaßen, oder? So ein bisschen indirekte Beleuchtung. Sieht man kaum meine Augenringe, die ich habe. Nur minimal. So, sehen wir jetzt hier irgendwo noch diese Krabbis. Ich habe noch nicht mehr 100. Das ist doch unnormal. Lauter Duktilsteine. Oh, oh yeah. 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 Wie cool, die waren am Baum oben. Auf der Palme. Echt? Ich wusste gar nicht, dass es ein Zeichen der Schönheit ist. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Haben wir hier noch irgendwas? Na? Sellerie, das sind noch Palmen. Kann ich da auch dagegen schlagen? Nee. Schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich da bei jedem Baum das machen kann. Warte mal, was war das? Oh, hallo. Oh, schade. Hallöchen. SAP HD 1. SAP HD 1? Fragezeichen. Spricht man so aus? Ich hoffe ja. Ich lege immer so viel Wert darauf, eure Namen. Das zweite. Ja, das SAP HD, das fand ich nur lustig, deswegen habe ich es so ausgesprochen. Ich finde es nur so wichtig, eure Namen richtig auszusprechen, weil ich das bei mir auch so wichtig finde. Mein Name spricht man wie... Oh, meine Taschenlampe ist ausgefallen. Ich dachte mir schon, ist auf einmal so hell geworden. So dunkel. Mein Name spricht man wie die Musikrichtung aus, und zwar Jazz. Okay. Wir rudeln mal nach vorne. Oh nein, ich habe eins verloren. Oh nein, aua. Mein Gott, ich stelle mich schon wieder so doof an. Warum stelle ich mich immer blöd an? Wo sind wir hier? Okay, alles klar. Sturmkrallen. Hallo fünfter Zuschauer, schön, dass du da bist. Baller mal auf. Oh, ich habe jetzt schon 130. Oh, jetzt ist mein Ding wieder ausgefallen. Joa, wenn man nur noch 5% Akku am Handy hat, braucht man sich da auch nicht wundern. Es war eh ein Wunder, dass es überhaupt ging. Was bist du denn jetzt eigentlich von mir? Das ist doch echt blöd. Jetzt ist es so dunkel, dass man mich nicht mehr sieht. Sieht man mich noch? Es geht noch so mittelträchtig. Mein Hund will unbedingt jetzt spielen. Das bildet er sich immer ein. Jedes Mal, wenn ich einen Stream mache, bildet sich der Hund ein, dass ich jetzt mit ihm spielen muss. Aber da muss er jetzt noch warten. Hilft nichts. Da muss er durch. Hallo? Wo bist du denn? Wo läuft er denn hin? Haben wir hier irgendwo Krabbis? Alter, was geht denn hier ab? Oh yeah! Aua!
Na toll, jetzt habe ich es verpasst. Oh geil. Achso. Ja, okay, das haben wir ja schon. Na, stirbst du jetzt mal endlich hier? Wie viele sind denn hier noch? Können wir das jetzt bitte lassen? Ich möchte die weißen Krabben fertig sammeln. Da levelst du echt automatisch hoch. Obwohl ich echt nicht der Leveler bin. Aber ich komme nicht dran vorbei. So viele Viecher wie hier sind. Stirb. Nö, Eldorado. Vergiss es. Noch etwas, das ist gut. Wie gesagt, wenn irgendwer eine gute Ringleuchte hat, bitte einmal Bescheid geben. Was gibt's hier oben? Oh, Krabben. Krabben gefunden. Oh, da vorne sind auch welche, das ist gut. Aber es muss doch irgendwo hier... Das muss doch eine Bedeutung haben. Nee, hat's mit Sicherheit nicht. Was hat er denn heute? Der mit seiner Quietscherei gar nicht mehr auf. Nö. Was hat er gefunden? Da ist nix. Nee. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich bitte am Boden bleiben? Ich hasse das Teil. Wir müssen da raus. Sonst... Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dass ich dann die Hälfte verpasse. Alter, ist es jetzt dunkel geworden. Was ist denn der Scheiß? Es wird überhaupt nichts. Die hast du nur für Fotos genutzt, okay? War die wenigstens gut? Also mir ist jetzt schon eine für 20 Euro empfohlen worden. Ich glaube, ich mache jetzt dann mal kurz das Licht an. Das mache ich jetzt mal schnell. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, das ist auch eher mittelprächtig, aber okay. Es geht schon. Also das Problem ist, ich habe natürlich jetzt das Licht direkt über mir. Das heißt, ich sehe so aus, wie ich jetzt aussehe, aber hey, egal. Hauptsache, wir haben Licht. Das schaut so kacke aus. Wird so besser. Es wird immer schlimmer. Vielleicht ein bisschen näher. Das ist einfach ultra krasser Kontrast drauf. Obwohl ich es echt schon runtergeschraubt habe. Oh, das ist doch so typisch, oder? Du stehst auf, um alles hinzurichten, dann hast du es endlich geschafft und dann wird dein Controller leer. Ich komme gleich wieder, ich hole den nächsten Controller. Bin gleich da. Ach so, ja, ich kann es ja jetzt nicht ausschalten, aber wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich auch schon wieder. Hallöchen. So. Okay. Neuer Controller, neues Glück. Da. War hier irgendwas? Wer sind denn die? Oh, da komme ich hoch. Oh yeah. Das sieht doch gut aus hier. Das gefällt mir. Was ist denn das überhaupt hier? Aber Patrol schaut hier irgendwie anders aus als im Zweier. Rinderfilet. Krabbis! Was haben wir hier irgendwo? Irgendwas Besonderes am Start. Kisten sind hier. Duktierstein. Alter. Oh, oh. Gut, dass ich ein Kubo
eine Kupo-Münze dabei hatte. Die Krabben brauche ich, damit mein Schiff fahren kann. Der ist doch im Paradies mit dem Schiff auf der, in der Wüste mit den Krabben gefahren. Alter, ich hasse dich, du blödes Viech. Jetzt bist du dran. Oder auch nicht, weil ich ihn nie erwische, weil er so weit weg geht. Du Penner! Ich sehe nichts mehr. Ich hasse die Dinger. Jetzt reicht's mir. Oh yeah, das sind einige. Das sind einige. Ja, weil unser Boot ist ja kaputt gegangen und damit wir wieder fahren können, brauchen wir die Krabben. Oh, ja. Yeah. Das war ja klar, dass mir das wieder passiert. Ich habe Krabben gesammelt. Wow. Das nutzt mir echt viel. Oh doch, das nutzt mir viel. Hoffentlich gehen jetzt ein paar kaputt. Natürlich nicht. Ey. Ich hasse das Drecksding. Ich muss mir jetzt dann Stoppra oder so holen. Habe ich überhaupt Stopp? Ich glaube, ich habe noch nicht mal Stopp. Wie läuft es denn Final Fantasy 14 so? Na? Es sind einige Krabbis noch. Das sind auch wieder, ich glaube, 11 Sens, oder? Ja. Jetzt brauchen wir genau noch eine einzige Krabbe. Eine einzige, was für ein Zufall. Läuft schleppend. Wieso das? Ah. Hallo. Ja, blöd. Kehre zu den Docks zurück, wo das Schiff wartet. Da tun wir das doch. Könnte eigentlich jetzt direkt ins Wasser springen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier nochmal was. Gibt es hier irgendwo eine Kiste noch? Komm, da muss doch irgendwo... Ha! Ich hab's doch gewusst, dass da eine Kiste ist. Ah, wieder Krabbis. Ich brauche keine mehr. Jetzt habe ich genug. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nee. Wir hier noch mal kurz. So, und jetzt. Muss er ja nicht. Ich finde es. Warte mal. Kann der Johnny Depp, der Jack Sparrow, kann nicht schwimmen, oder? War da nicht irgendwas? Das kommt mir so bekannt vor. Ah doch, schwimmen kann er, tauchen kann er nicht. Warte mal, da war doch irgendwas, oder? Irgendwas war da, hundertprozentig. Gibt's hier irgendwo Kisten oder so?
Ey, jetzt fällt's mir gerade erst wieder ein. Ich habe gar kein Glücksemblem gefunden hier. Das ist kein gutes Zeichen. Ich wette mit euch, ich habe schon wieder 50 Stück verpasst. Nee, es ging. Ich habe die Krabben fertig gesammelt. Und kann jetzt wieder aufs Schiff gehen. Ich weiß zwar noch nicht, was ich hier machen soll, aber... Hä? Das ist doch mein Schiff, oder? Oh, krass. Alter, wir haben... Da ist eine Kiste. Dreigestirn. Boah, was für ein Zufall. Gut, dass mir das jetzt gerade passiert ist. Da drüben ist aber nichts, oder? Nee. Da drüben ist nichts. Ey, da muss ich doch... Da komme ich jetzt nicht so ganz mit. Ah. Toll. Ich habe noch 3% Akku am Handy. Geiler Scheiß. Läuft bei mir. Hey, that's all of them. Now, to my final task. Be back in a trice. There, mates. Fit to sail any sea. Now, Sora, one final inquiry. Is there any particular reason you wanted this ship? Yeah. To explore the seas. Free as the wind. Good answer. You are a pirate, Captain Sora. Yeah. But Jack, why do you keep saying final? Like you're leaving. Ah, it's because this me has run his course, mate. This you? Aye, the surrogate me. That the goddess of the sea sent here to help you lot. And of course, any me is still me. I may be duplicatable, but I'm always incomparable. The sea, she smiles upon us, Sora. And let's leave it at that, shall we? For now, the real me has a crucial engagement. At Shipwreck Cove, where the pirate brethren will meet Beckett and his lot in battle to win back our freedom. Then let us help. No, it's for pirates to resolve, but not you, Sora. You're as free as the wind now, and far you'll go. Oh. Krass. Wow. Oh. Die weißen Krabben, die sind schon verrückt. So, Jack was showing us the way. Even if he did get tricked. Jack, he said it was the pirates' battle to fight. But a fight for pirates... is a fight for us! Come on, let's find the real Jack. Yay! Geh mal! Ich möchte eigentlich schon gern noch die Welt fertig machen. In dem Stream. Oh yeah! You made a deal with me, Jack, to deliver the pirates. And here they are.
Don't be bashful. Step up. Claim your reward. Sparrow! Your debt to me is still to be satisfied. Den haben sie gut hingekriegt. Alter, der schaut richtig gut aus. As a start. That debt was paid, mate. You escaped. I propose an exchange. Ich finde es so krass, dass sie die Menschen nicht so gut hinkriegt. Will leaves with us. Kriegen. And you can take Jack. Ich meine, schau dir mal die an. Done. Die schauen. Undone. Done. Jack's one of the nine pirate lords. You have no right. King. As you command, your nibs. Scurvy blackguard. Oh. Easy there, mate. You wouldn't want to damage the leverage now, would you? Das Spiel now. Ist dieses Jahr, glaube ich, erst rausgekommen. Dieses oder letztes, ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber nur die. Da haben sie immer schon Probleme gehabt. Das war im Zweier auch so katastrophal. Also im Vergleich zum Zweier ist es schon besser. Aber der Davy Jones schaut richtig gut aus. Ich finde, er schaut auch gut aus. Aber der Johnny Depp und also der Jack Sparrow, sie und der Barbossa geht von Weitem, finde ich. Der Will Turner geht auch. Jetzt schaut er aus wie Jack. Das schaut wieder gut aus. Also es gibt so Phasen, da schaut es gut aus. Gibt es wieder so Phasen, da schaut es nicht so gut aus. Das Schiff aufrüsten. Sammle weiße Krabben, um das Schiff in der Stufe aufsteigen zu lassen. Mit jeder erreichten Stufe steigen das TP-Maximum und die Anzahl der Kanonen des Schiffs. Vielleicht schaltest du zusätzlich auch noch brandneue brandneue Aktionen frei. Du kannst den Status des Schiffs begutachten, indem du die Karte öffnest. Sammle so viele Krabben ein, wie du kannst, und vielleicht besitzt du schon bald das am meisten gefürchtete Schiff der ganzen Hohen See. Ich weiß schon mal, wer jetzt dann Krabben sammelt. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich will ein gutes Schiff haben. Ja, ich verstehe es auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Oh, Entschuldigung. War keine Absicht. They got lots of cargo to sort out. Nice moves. Yeah. Naja. Weiß nicht, ob das ist der Hauptgrund ist, warum sie es so gemacht haben. Vielleicht konnten sie es aber einfach auch nicht besser. Aus welchen Gründen auch immer. Hier irgendwo Krabbis. Ja, schließlich ist es Kingdom Hearts hier. Hallöchen, ihr anderen Zuschauer, die dazugekommen seid. Aber ich finde, in Final Fantasy haben sie das doch auch immer richtig gut hinbekommen. Aber es sind halt nicht so echte Menschen, sondern die sind halt animiert. Also, natürlich sind die auch animiert, aber die sind keinen echten Menschen nachempfunden, sondern gezeichneten Lebewesen. Vielleicht liegt es wirklich daran. Ich meine, wie gesagt, im Vergleich zu Kingdom Hearts 2 ist es immer noch um Welten besser, um Welten. Final Fantasy ist besser als Kingdom Hearts. Ja, naja, aber ich meine, es gibt ja nur, die anderen Welten sind ja alle gut.
gut gemacht, finde ich. Nur Pirates of the Caribbean lust halt so ein bisschen ab. Finde ich jetzt, ist jetzt nur mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Aua, aua! Dieser blöde Würfel! Oh nein! Ach komm schon, ich bin so blöd. Aua! Ich würde gern mal wieder Final Fantasy 15 spielen und zwar nur aus dem Grund wegen dem Essen. Das wäre so geil. Mir wieder da was zum Essen reinzuziehen. Aber wisst ihr, was ich voll blöd an Final Fantasy 15 fand? Dass es keine Mogris mehr gab. Nur noch diese Kackpuppen da. Das fand ich voll scheiße. Das hat mich richtig genervt. Weil ich finde, die gehören einfach dazu. Was ist das bitte für ein Final Fantasy, wo keine Mogris dabei sind? Auf Steam. Aber Final Fantasy ist doch voll das Konsolenspiel. Kann man doch nicht auf dem PC spielen, außer Final Fantasy 14 meinetwegen. Oder kann man das empfehlen? Ich finde, es gehört so zur PlayStation dazu, damit man das Feeling hat. Aber es ist nur das eigene Empfinden. Aber das Achter ist schon auch cool gewesen. Im Achter gab es im 7er auch schon ein Kartenspiel? Nee, oder? Es gab es erst im Achter zum ersten Mal. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja. Das Kartenspiel im 9er gab es auch eins. Aber im 7er nicht. Dann hat es im 8er angefangen. Das fand ich immer cool. Aber mir hat das Kartenspiel vom 9er am besten gefallen. Tetra Master. Das 13er, ja doch, oder? War das PlayStation 3? Ja, ich glaube, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, genau. Ich weiß noch, das 13.2er, da habe ich mir diese Collector's Edition geholt. Das war mega. Hier waren wir noch nicht. Boah, was für eine geile Aussicht. Let's see. To take a picture of me? Yeah. Okey-dokey. Das ist so cool. Warte mal, ich möchte von uns ein Bild machen. Yeah. You're gonna take a picture of me? Okey-dokey. Jeez. Gut, ich bin nicht der beste Fotograf. Aber haben wir hier noch irgend... Oh, da könnte es noch was geben hier. Das glaube ich schon gut aus. Ja, ich hab das gefeiert, das Zeug. Ich hab sogar noch von dem 13er, glaube ich, habe ich auch die Sonderedition. Weil da gab's dieses 3D-Bild von der Lightning, oder? Das war mega. Das hat richtig cool ausgeschaut. Das war richtig cool. Letztes Mal hat mir eine gute Bekannte von Insta
das Lösungsbuch von Final Fantasy 9 geschickt. Also ein Bild davon. Das ist auch geil. Das hätte ich auch gern gehabt. Hallo? Ich möchte doch nur... Warte mal. Gibt's da irgendwas? Nee, da komme ich nicht hoch. Nee, da ist nix. Okay. Dann gehen wir weiter. Habe ich hier irgendwas? Ich finde es schade, dass man hier nicht reingehen kann. Ich glaube, das 12er habe ich auch. Ich muss da mal bei mir nachschauen. Ich habe noch ein paar Final Fantasy, die ich... Ein, zwei, glaube ich, habe ich, die ich nie durchgespielt habe. Trau dich, ich weiß. Nein! Aber ich habe sie gern gespielt. Das 15er war ganz okay. Vom 15er, was habe ich mir da geholt? Da habe ich mir diese, auch die Deluxe Edition geholt, aber die war nicht so geil, glaube ich, oder? Da gab es dieses Steelbook dazu. Nee, wie heißt das? Dieses Steel... Naja, du weißt schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, genau. Alles klar. Soll ich dazu noch was sagen? Nee, oder? Da brauche ich nichts mehr sagen. Ja, aber... Wayne. Hauptsache besitzen. Ey, kannst du jetzt mal... So ist fein. Halt, stopp. Warte mal. Untersuchen. Stufe 1. Die Leviathan. Das war ja klar, oder? Das war so klar. Boah, das ist voll cool. TP-Feuerkraft. Und wie kann ich die jetzt aufwerten? Wahrscheinlich muss ich wieder hier unten stehen. Und wieder untersuchen, oder? Eldorado, nö. Du hast gerade schon was bekommen. Na, wie schaut's aus jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein, dass es so kompliziert ist. Was? Warum komme ich denn? Ach so, das ist ja, dass ich hochkomme. Okay, aber irgendwie muss ich doch das aufleveln können. Ich habe doch die ganzen Krabbis gesucht, gefangen, gesammelt. Mano. Zeiger bewegen. Ich will Krabben. Ach so, gesammelte Krabben 15. Toll. Alter, wie viele Krabben muss ich denn da suchen? Dann fahren wir doch mal los. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo auch Krabbis. Ich habe mein Mikrofon. Die hohe See. Ich habe übrigens ein Logo. Ich weiß nicht, ob ihr das Logo gesehen habt, aber das Logo ist eine Mischung aus, das darf jetzt keiner wissen, aber aus Eldorado und einem Karfunkel. Aus meinem Hund und einem Karfunkel. Können wir das kaputt machen? Das sieht so kaputt aus. Keine Ahnung, kann schon sein. Halt, warte mal. Da steht doch irgendwas drauf, oder? Egal. Es erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an The Legend of Zelda Wind Waker. Die gehen ganz schön ab hier.
da bleiben. Let's do this. We got him now. Oh, cool. Okay, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Jack said shipwreck cove, right? Yeah, let's go. Okay, dann machen wir das halt mal. Oh. Das ist ja eine coole Insel, da will ich hin. Kann ich denn da nicht? Kann ich denn hier nicht einfach stehen bleiben? Ich will auf die Insel. Warum hast du die weggegeben? Wie kannst du nur? Weiße Krabben erhalten. Yeah. Boah. Mir wäre das so Wayne, ich würde die nie hergeben. Vor allem, ich war immer so psycho. Ich habe dann beim Mediamarkt und so gibt es ja immer diese Plastik Gehäuse, die in denen die Spiele drin sind. Und ich habe sogar die Plastikgehäuse durchgeguckt, um innen drin zu sehen, ob irgendeine Kante angeschlagen war. Das habe ich gemacht. Luke, Sir. Das. Ah, you do know how to make good time. Yes, one must simply marvel at your celerity. But such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing but sorrow. Das glaube ich nicht. Aua. Tja, das hat gut getan, oder? Das glaube ich. How are we gonna go after him? Da hast du deiner Schwester ein großzügiges Geschenk gemacht. Right. Guter Bruder. Bist du dann der große Bruder, oder? Es gehört sich auch irgendwie als großer Bruder, oder? Ich kann es sagen, als kleine Schwester von zwei großen Brüdern. Oh, süß. Da hat sie sich bestimmt riesig gefreut. Hear my call. We've got him now. Nein! Alter, wie viele Boote sind denn da? Oh. Upsala, da habe ich wohl ein Schiff übersehen. Ah, okay. Wie alt ist denn deine kleine Schwester? Boah, Alter, ich hab den voll weggesprengt. Voll krass. Es taucht hier einfach so ein Tornado auf. Ich glaube, ich spinne. Oh, cool. Und die kann mit Overwatch nichts anfangen und hat sich trotzdem drüber gefreut. Warum? Ist die kein Zocker?
Oh, ich glaube, mein Boot ist fast kaputt. It ends here. We've got them now. Ach komm, bitte. Zum Beispiel, was spielt sie gerne? Nintendo und so, okay. Ja, ist ja auch nicht so schlecht. Gibt's auch einige Spiele, die cool sind. Alter, ich glaube. Nice. Ich habe Final Fantasy von meinem Bruder gelernt. Das wird für immer was Besonderes sein für deine Schwester, sicher. Schieb mich da jetzt wer? Aua. Ich sehe gerade nichts mehr. Mein Gott, willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt hier weg. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ja. Es ist so, ich habe zwei. Ich weiß, was du meinst. Ich bin sehr froh, dass ich zwei große Brüder habe. Auch wenn es nicht immer leicht war. Muss ich jetzt ernsthaft gegen die kämpfen? Alter. Wie soll ich das schaffen? Ja, das ist... Hat aber auch seine Vorteile, wenn man Einzelkind ist. Wenn man Einzelkind ist, ist es nicht immer leicht, Geschwister zu haben. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt wieder gegen die... Alter. Das schaffe ich doch nie, oder? Ich bin noch viel zu schwach, glaube ich. So, jetzt hole ich mir die erstmal. Ich sehe nichts mehr. Stirb. Ich glaube, ich darf hier einfach nicht zu weit weg oder so. Bist du dann... Dann bist du ja theoretisch, wenn du... Wie alt bist du denn dann? 30? Ja, das steht mir auch noch bevor. Aber ich habe noch ein bisschen mehr Zeit. Hast du dann eine Schwester, oder? Ja, klar. Natürlich. Na dann. Haben wir es jetzt bald? Einfacher wäre es, wenn ich nur die Kugeln kaputt machen würde. Aber geht leider nicht so leicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Obwohl es auch cool ist, wenn man einen älteren Bruder hat. Alter.
Ich habe definitiv zu wenig. Meinst du, ich würde jetzt zu diesem Kackschiff kommen? Alter, willst du mich verarschen? Wo kommt denn jetzt dieser scheiß Tornado her? Ey, ich flipp hier gleich aus. Langsam kotzt mich die Schiffsfahrt an. Ich hab solche scheiß Sprachfehler. Ey, mir reicht's jetzt. Ich hab die Schnauze voll. Bin auch nicht behindert. Weg hier. Ich komm da nicht durch, okay? Alles klar. Danke für nichts. Denen mal ein bisschen aus dem Weg schwimmen. Fahren. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu krass. Das schaffe ich nicht. Dafür muss ich mein Schiff ein bisschen besser aufbessern. Besser aufbessern. Geiles Deutsch. Die verarschen mich doch, oder? Jetzt weiß ich auch, warum ich unbedingt mehr weiße Krabben suchen hätte sollen. Wir werden jetzt dann, ich gehe jetzt sowieso gleich drauf, dann werden wir wieder zurückgehen. Das schaffst du einfach jetzt noch nicht. Das ist das, wenn man nicht auflevelt. Verdammt. Ich weiß. Jedes Mal werde ich immer wieder dafür bestraft. Das ist so kacke. Das sind also die heutigen Probleme der Schwestern. Ach komm. Ich hab keinen Bock mehr. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Jetzt fange ich wieder von vorne an, oder? Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock mehr. Aua. Früher war das Problem, worüber habe ich mich aufgeregt? Ich überlege gerade, was mir so peinlich war bei meinen Brüdern. Der Große war eh schon viel zu groß, der hat sich dafür nicht mehr interessiert. Aber der Mittlere, der hat mich gern geärgert. Und es war immer so blöd. Weißt du, was für mich schlimm war? Jedes Mal, wenn ich geheult habe bei irgendeinem scheiß Film, bin ich voll aufgezogen worden. Da habe ich irgendwann einfach gar nicht mehr geweint. Ich habe es mir total unterdrückt. Es war richtig hart. Oh nein. Da hatte ich jetzt Glück. Ja, klar, Tornado. Glaubt, ich schaff's irgendwann? Ich glaub's nicht. Meinst du? Ich glaub's nicht. Ich meine, die erste Welle schaffe ich ja. Die erste Welle schaffe ich, aber die zweite nicht. Die zweite wird zu hart für mich. Ich pack die nicht. Es sind zu viele Kackboote. Jetzt nutze ich eh schon diesen Schutz die ganze Zeit. Haha. Fire!
Schwert besser. Ups, falsche Richtung. Die Flutwelle, die könnte gut werden. Die könnte gut werden. Oh shit, das hat wehgetan. Es ist nur noch eins übrig, oder? Das wäre natürlich schon geil. Ich hasse ihn. Diese Kack-Tornados. Komm schon. Geh kaputt. Wo ist er denn jetzt hin? Warum verschwinden die immer? Jetzt kommen wieder so viele. Ey, die verarschen mich doch. Wie willst du das denn überhaupt schaffen? So. Jetzt mache ich euch alle fertig hier. Kackschiffe. Wenn ich zu nah an dem Schiff dran bin, dann verschwindet es. Kann das sein? Jetzt kommen wieder die ganzen Schiffe. Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt mal auf das Große. Kann doch nicht sein, dass die immer verschwinden. Ja, Entschuldigung. War keine Absicht. Stirb doch einfach! Nee, ich glaube, weil der Große ist der Einzige, bei dem... Oh, jetzt hat es mich ordentlich weggeboomt. Ich glaube, der Große ist der Einzige, bei dem... Siehst du das? Da merkt sich nämlich, da wird es, da bleibt das Leben. Das heißt, wenn ich ihm Schaden zufüge... Das ist gut und die anderen sollte ich einfach ignorieren. Boah, Alter. Jetzt wird schon wieder heftig hier. Oh, scheiße. Ich habe die Kanone übersehen. Yeah. Ich habe ihn zerstört. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Nie. Es war eine ziemlich harte Nummer. He's plotting to swipe the chest in the heat of battle. To Shipwreck Cove. Fast. Dankeschön. Ich habe es geschafft. Gott sei Dank. Kann ich jetzt da zu Mogli? Careful.
Hallo. Verlassene Insel. Da will ich hin. Ich glaube, weil wir jetzt schon fast 2 Stunden haben, war es das für den heutigen Stream. Weil ich habe nur noch 2% Akku und es wird doch mal Zeit, dass ich mit dem Hund auch rausgehe. Deswegen werden wir es heute dabei belassen. Hallo? Hä? Willst du mich verarschen? Ich möchte hier landen. Hä? Hä? Das ist doch nicht normal. Wieso? Hä? Okay, ich hab's kapiert. Es hat ein bisschen länger gedauert. Aber es geht. Verlassene Insel. Juhu! Mai Ritterling. Da wird sich der kleine Chef freuen, wenn ich wieder kochen kann. Speichern. Wo ist der Chef? Kann ich ins Bistro jetzt hier auch? Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Das muss jetzt sein, Entschuldigung, aber das muss jetzt noch sein. Man merkt, ich habe ein bisschen Hunger. Ich bin am Überlegen, was ich mir heute zum Essen mache. Ich habe fast nichts mehr zum Essen daheim. Hallo. Es gibt was Neues. Okay. Yes, how's that? Ist okay, sagt er. Ist okay. Jakobsmuschel Pölli. Mein Französisch ist schon ein bisschen her. Ich habe schon lange nicht mehr Französisch gesprochen, fällt mir gerade auf. Yes, how's that? Ist okay. Ist okay. Hummermus. Mus. Kürbis und schwarze Trüffel, okay. Immer schön vorsichtig. Obwohl ich so nie ein Ei auseinander machen würde. Kürbiscreme. Kürbiscremesuppe. Auf die freue ich mich jetzt dann. Die mache ich mir jetzt dann auch irgendwann mal, wenn der Kürbis nicht so teuer bleibt. Yeah. Nice. Krabbenbisk. Hey. Wahrscheinlich. Es ist echt peinlich, wenn ich nicht weiß, wie man die ausspricht, obwohl ich mal Französisch hatte. Es geht. Yeah. Es geht, aber ich mag essen. Sehr gerne. Bouillabaisse, das ist cool. Ich habe ein 3-Sterne-Bistro. My business is booming. Splendid, just splendid. You two have outdone yourselves. The critics are going cuckoo. Ich finde es total krass, dass der so einen russischen Akzent hat oder was auch immer. I cannot wait to see what it is you'll cook up next. Thorken the customers. We try, right, little chef? Ist es schottisch? Echt? Ernsthaft? Also weißt du es sicher, oder? Stimmt, russisch ist es nicht, aber irgendwie so transsilvanisch. Oh. Sorry. Upsi. Da war ich jetzt zu unvorsichtig. Stimmt. Danke. Danke für den Hinweis. Das war jetzt peinlich. Aber im Deutschen hört man die nicht, oder? Yes, stimmt, es ist schottisch. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ergibt alles einen Sinn. Beeren au fromage. Das kann ich aussprechen.
Im Deutschen ist normal, ne? Das finde ich irgendwie kacke. Warum ist im Deutschen das langweilig? Kann man doch auch nachmachen, oder nicht? Man spricht den Namen Scrooge aus, oder? Scrooge McDuck. Wie hat der eigentlich sein Geld gemacht? Mit was? Ist der so reich geworden? Weiß man das? Ein 1% Akku am Handy. Hm, läuft bei mir. Okay. Kann man es mir dann auch mal mitteilen? Gibt's hier noch irgendwas? Das würde ich jetzt schon noch gern wissen, bevor ich aufhöre. Wie er sein Geld gemacht hat. Mit mehr Salzeis, oder wie heißt das blaue Eis von Kingdom Hearts? Damit hat er sein Geld gemacht. Schmieden. Sammelziel erreicht. Okay. Okay. Alles klar. Oh. Ups, da habe ich wohl wieder was vergessen. Hupsi. Das sagst du mir jetzt wieder mit Absicht nicht, nur damit ich nicht aufhöre, oder? Bin mir sicher, dass es so ist. Fertigkeitenring. Hallo. Geiler Scheiß. Schuhen putzen verdient. Oh, krass. Ich würde auch gern so einen riesen Goldnugget finden. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mal Schuhe geputzt hat, oder? Ich konnte mich nur noch daran erinnern, wie er immer in seinem Tresor gebadet hat. Das hat sich bei mir eingeprägt. Ja, aber es war cool. Es war schon cool. Oh, Ratatouille. Oh. Joa. Ich sollte dann auch irgendwann mal die besseren Waffen kaufen. Mal so. Aha. Interessant. Vielen Dank für die Information. Das hat mich jetzt erleuchtet. Was haben wir hier? So. Was macht ihr heute jetzt noch? Mhm, das kann sein, ja. Weil Tick, Trick und Track, die waren doch auch immer irgendwie mit dabei, oder? Ich kann mich noch an ein Intro erinnern, wo diese Mumie, glaube ich, rumläuft oder so. Nö. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Fertigkeiten.
um weit in die gewünschte Richtung zu fliegen. Das ist ja langweilig. Ich habe mir nur die Serie angeschaut. Bücher hatte ich nicht. So, das wäre es jetzt aber für den Stream gewesen. Ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Es war wieder mal sehr, sehr schön mit euch. Wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe immer nur Aufkleber gesammelt. Oder Bücher gelesen. Aber keine Comics. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt ihn. Ich mache mir jetzt irgendwas zum Essen. Bis demnächst. Klassische Literatur. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Dankeschön. Macht's gut. Tschüssi. Krass, was war dein Lieblingsbuch? Das will ich jetzt noch wissen. Dein Lieblingsbuch der klassischen Literatur. Oh, okay. Ja, verstehe ich. Gehört das zur klassischen Literatur? Wusste ich gar nicht. Aber kann ich verstehen. Das kenne ich jetzt nicht. Ja, okay. Das ist klassisch für mich. Ja, krass. Man lernt immer Neues über seine Zuschauer. Dann hattest du es in der Schule ja sicher gut. Weil du gefühlt alles gelesen hast, was man so durchnimmt. Ja, wir führen dieses Gespräch wann anders fort, weil ich muss jetzt mit dem Hund raus. Macht's gut. Jetzt endgültig. Tschüssi.